Element Titan 3 bis 18 x 50 FFP Zielfernrohr. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR 200, beide auch HW 100 Bullpupper. Sehr grandios. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, ich begrüße euch wieder ganz, ganz herzlich heute zu einem neuen Video. Heute geht es um Zubehör, heute geht es um ein Zielfernrohr und heute geht es um ein absolutes Kracherglas. Nagelneu auf dem Markt, Element Titan 3 bis 18 x 50 FFP. Ich werde euch heute eine ganze Menge über das Glas erzählen. Ich werde euch technische Daten erzählen. Ihr werdet heute auch Aufnahmen durch das Zielfernrohr sehen. Da möchte ich nur gleich vorab sagen, ist es mir ganz wichtig. Ihr müsst bedenken, wenn ich durch das Zielfernrohr filme, wird das Bild über einen Spiegel umgeleitet und dann nochmal in eine Kamera von einem Handy und dann eben aufgenommen. Also das heißt, ich denke, es sollte jedem klar sein, dass das tatsächliche Bild, wenn man durch das Zielfernrohr durchschaut, noch um einiges besser ist als das, was ihr jetzt dann hier sehen könnt. Leider gibt die Technik nicht mehr her. Ich habe mir wirklich schon alles besorgt, um das so gut wie möglich darzustellen. Aber das Wichtige ist halt für mich, dass ihr seht, wie schaut das Absehen aus? Wie groß ist das Absehen? Wie verändert sich das Absehen, wenn ich zoome? Wir haben ja hier ein FFP-Zielfernrohr. Das bedeutet, dass die Haltepunkte nur einmal ausgeschossen werden müssen. Und egal, welche Vergrößerung ihr dann einstellt, bleiben die immer gleich. Dafür verändert sich beim Zoomen die Größe des Fadenkreuzes, des Absehens. Und das will ich euch halt hauptsächlich mit diesen Aufnahmen einmal zeigen. Bestimmt kennt ihr schon meine anderen beiden Element Optics Zielfernrohr-Videos. Einmal über die Helix-Serie. Das ist ein extrem beliebtes Glas mit einer unglaublich hohen Zufriedenheitsquote von wirklich 100% bei uns. Da sind durch die Bank alle Leute begeistert. Dann hatten wir das Nexus. Das ist halt ein recht hochpreisiges Glas. Super gut, aber liegt halt bei 1500 Euro und das sprengt halt bei vielen absolut den Rahmen. Und jetzt mit der Titan-Serie siegelt man sich genau zwischen diesen beiden Serien an. Es gab schon mal ein anderes Titan. Warum hat es Jabolo.de meinen Shop nicht im Sortiment? Das andere Titan, das 5 bis 25 mal 56, hatte den Nachteil aus meiner Sicht, dass es eine Naheinstellgrenze von 14 Metern hat. Wir von Jabolo.de und Air Gandhi konzentrieren uns oder sprechen hauptsächlich die Luftgewehrschützen an. Und ich sage mal, ein Zielfernrohr mit einer Naheinstellgrenze von 14 Metern ist gerade bei uns in Deutschland, wo wir, sage ich mal, die meisten oder wahrscheinlich 95% aller Schützen unter 7,5 Joule schießen und auch auf kürzere Distanzen schießen, aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Aus dem Grund haben wir es nicht im Sortiment. Jetzt mit dem Element Titan 3 bis 18 x 50 hat man diesen, ja, ich sag mal, dieses Versäumnis erkannt und hat eben die Naheinstellgrenze auf 10 Meter gesetzt. Und jetzt ist es aus meiner Sicht einfach für Luftgewehrschützen unglaublich interessant. Ich würde euch jetzt einfach erstmal ein paar technische Daten zu dem Zielfernrohr erklären. Hier vorne haben wir das 50 mm Objektiv. Das Glas verwendet ED-Linsen. Insgesamt wurden 17 Linsen verbaut, im Gegensatz zum Helix. Das hat 13 Linsen. Das ist auch der Grund, warum das Glas schwerer ist. Es ist mit knapp einem Kilogramm Gewicht, das heißt 976 Gramm. Die Linsen sind in der Qualität nochmal eine Stufe besser als die des Helix. Das ist auch der Grund, warum der Preis höher ist als beim Helix. Jeder von euch weiß es bestimmt, dass der Preis der Zieloptiken sich hauptsächlich nach der Qualität der Linsen richtet. Je hochwertiger die Linsen, umso teurer wird eben das Zielfernrohr. 976 Gramm haben wir gerade schon gesagt, die Baulänge sind 37 cm. Es ist für diese Vergrößerung noch ein relativ kompaktes Glas. Einigen von euch ist bestimmt das dicke Mittelrohr schon aufgefallen. Wir haben nämlich hier ein 34 mm Mittelrohrdurchmesser. Ganz wichtig, wenn ihr das Glas bei uns dann auf jabolo.de bestellen wollt, bestellt euch die passende Montage mit dazu. Ich selbst musste mir auch erstmal die passenden besorgen. Das ist einmal die ATP 34 von Sportsmatch UK. Das ist eine höhenverstellbare für 11 mm Prismenschiene. Oder die HTO 89, das ist eine Montage für Picatinny-Schiene.
Diese ist nicht höhenverstellbar, hat einfach den Grund, dass, ich sag mal, alle hochwertigen Luftgewehre, die eine Picatinny-Schiene verwenden, sowieso schon eine vorgeneigte Picatinny-Schiene haben, während die Prismenschienen natürlich keine Vorneigung drauf haben. Und hier haben wir dann eine höhenverstellbare Montage, dass man sie hinten leicht anheben kann, dass man sich seine eigene Vorneigung erzeugen kann. 34 mm Mittelrohr bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass die vollen 34 mm durch Linsen, sag ich mal, ausgefüllt sind. Es ist einfach so, in diesem Tubus hier drin ist ein Linsentubus. Ihr müsst euch das so wie so ein Röhrchen vorstellen letzten Endes, das ungefähr, ja, sag ich mal, 30 mm Dicke hat, das sich dann hier in diesem 34 mm Tubus bewegt. Was hat das für einen Vorteil? Der große Vorteil ist gerade für Long-Range-Schützen oder für Schützen, die halt auf große Distanzen schießen. Denn dieser 30mm Tubus kann sich in diesem 34mm Tubus komplett kippen. Das heißt, im Normalfall habt ihr die Möglichkeit, über die Türme, ich sag mal, ungefähr 16 bis 17 M-Rad an Höhenverstellung einzustellen. Dadurch, dass wir hier einfach mehr Platz haben in diesem Tubus, könnt ihr insgesamt 43,5 M-Rad Verstellung vornehmen. Auch auf extreme Distanzen daher super geeignet. Die seitliche Verstellung sind insgesamt 14,5 M-Rad. Bevor wir noch genau über die Türme sprechen, sprechen wir aber erstmal kurz über das Zoomrad. Das Zoomrad ist bewusst schwergängig, dass man durch leichtes Dagegenstoßen seine Vergrößerung nicht verstellt. Die Vergrößerung geht hier von 3 bis 18-fach. Das ist nochmal ein Vorteil gegenüber dem 5 bis 25-fach, weil wir hier einen Bereich von einer 6-fachen Vergrößerung haben. Also 3 bis 18, während wir bei 5 bis 25 gerade mal eine 5-fache Vergrößerung haben. Auch durch diese Dreifachvergrößerung haben wir natürlich einen extremen Weitwinkel, was gerade ein Vorteil ist für Jäger oder eben beim Schießen auf bewegliche Ziele. Das Zoomrad könnt ihr natürlich auch mit Handschuhen wunderbar verstellen. Das ist extrem griffig und wer es mag, kann den beiliegenden Zoomhebel montieren. Das heißt, ihr nehmt einfach einen Inbus, dreht die Madenschraube raus, dreht den Zoomhebel rein und dann tut er euch noch leichter im Verstellen. Kann optional gemacht werden, ist im Lieferumfang dabei. Dann haben wir noch die Okularverstellung. Wozu braucht man die? Wenn ihr euch das Zielfernrohr kauft, ist das Erste, was ihr macht, dass ihr euch eine helle Fläche sucht, ein weißes Blatt Papier, das ihr irgendwo aufhängt oder eine weiße Wand oder ihr guckt in eine helle Wolke rein, nicht in die Sonne, das ist ein bisschen zu hell, schlecht für die Augen. Guckt da rein und verstellt hier an der Okulareinstellung das Absehen so lange, bis das Absehen, also das Fadenkreuz, knackig scharf ist. Erst wenn das Absehen ganz scharf ist, fangt ihr dann an, um euch das Ziel einzustellen und das macht ihr dann hier über das seitliche Parallaxenrad. Das nächste Thema, das wir ansprechen, ist das Fadenkreuz bzw. das Absehen. Das Absehen ist beleuchtbar, das ist in insgesamt 6 Stufen hier mit diesem seitlichen Stellrad beleuchtbar. Ihr habt jedes Mal zwischen jeder Stufe eine Nullstufe, das heißt, angenommen ihr wollt immer auf der 4. Stufe euer Zielfernrohr beleuchten, dann habt ihr die Möglichkeit mit einem Klick das nach dem Schießen wieder auszustellen und müsst nicht jedes Mal das halbe Rad dann eben drehen. Für das Zielfernrohr, das wir bei uns im Shop anbieten, haben wir das M-Rad-Zielfernrohr ausgewählt. Es ist einfach die europäische Maßeinheit. Sowohl die Türme als auch das Absehen ist auf M-Rad-Basis. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Klick am Turm verstellt, verstellt ihr das Zielfernrohr um einen Zentimeter auf 100 Meter. Viele werden sich jetzt sagen natürlich, okay, ich will gar keine 100 Meter schießen, das ist mir viel zu weit. Anders gerechnet, ein Klick am Rad ist eine Verstellung von 1 mm auf 10 Meter. Wie ihr gesehen habt, hat das Glas das Dirty-Absehen. Das heißt, es hat eine ganze Menge Haltepunkte, die euch helfen, bei Wind oder bei großen Distanzen euren richtigen Haltepunkt zu finden. Was mir persönlich noch extrem gut an dem Absehen gefällt, ist einfach dieser kleine Punkt in der Mitte. Ich tue mir da um einiges leichter als mit einem Kreuz zum Beispiel, das Ziel anzuvisieren und sauber zu beschießen. Dann kommen wir zu den Türmen. Der erste große Unterschied, der euch vielleicht zum Helix auffällt, ist, dass der Seitenturm um einiges flacher ist. Beim Helix ist es so, dass Seiten- als auch Höhenturm
ja, ich sag mal, relativ breit sind. Hier hat man den auf Wunsch der Community eben flacher gemacht. Ich sag mal, seitlich verstellt man jetzt nicht ganz so oft wie an der Höhe. Und es ist natürlich für den Transport, wenn das Gewehr mit dem montierten Zielfernrohr im Koffer liegt, auch um einiges praktischer, weil ihr dann halt einfach seitlich nicht so viel auftragt. Der Seitenturm als auch der Höhenturm ist resettbar. Das bedeutet, angenommen, ihr habt euren Nullpunkt gefunden und wollt dann, dass dieser Nullpunkt hier nicht, so wie jetzt gerade hier auf der 7 steht, sondern eben auf der 0 steht, dann könnt ihr diesen werkzeuglos einstellen. Ich mache das gerade mal so für die Kamera, indem wir den Deckel hier oben einfach abdrehen. Dann habe ich den Turm abgenommen. Und dann seht ihr die extrem hochwertigen Internals und ihr seht hier noch was, und zwar ist es der Zero Stop. Da komme ich gleich noch dazu. Erst noch kurz zum Nullen. Jetzt gehe ich her, drehe mir die Null zurecht, habe mir die Null zurecht gedreht, setze es oben wieder auf und drehe meinen Deckel wieder drauf. So habe ich es geschafft, draußen auf der Range meinen Nullpunkt automatisch oder passend für mich einzustellen, ohne dass ich dafür Werkzeug verwenden musste. Zero Stop, wer mein Helix-Video kennt, weiß schon genau, was es ist. Den anderen erkläre ich es gerade nochmal. Man hat die Möglichkeit, man muss es aber nicht nutzen, denn man kann diesen rausbauen einfach mit dem Lösen der Madenschraube. Man hat die Möglichkeit, sich einen Nullpunkt zu setzen, einen mechanischen Zero Stop. Wofür nutzt man den Zero Stop? Angenommen, eure Home Range ist einfach 25 Meter lang. Jetzt seid ihr mal auf einer 50 Meter Bahn oder auf einer 100 Meter Bahn. Dann habt ihr die Möglichkeit, am Turm zu drehen, einzustellen auf 50, auf 100 Meter. Und wenn ihr dann zurückgehen wollt auf euren Standardwert, ich habe vorhin ziemlich weit gedreht, dann dreht ihr, bis ihr hier an den harten mechanischen Zero Stop kommt. Und dann wisst ihr genau, okay, jetzt bin ich wieder bei meinem Nullpunkt. Ist ultra praktisch für jemanden, der, ich sag mal, einmal drüber und einmal drunter halten will. Der kann sich den natürlich rausbauen. Für alle, ich sag mal, Schützen, die ihre statischen oder ihre festen Werte haben, für die ist so ein Zero Stop extrem praktisch. Vorhin hatte ich schon den kleinen Zoom-Hebel angesprochen, der im Lieferumfang dabei ist. Zusätzlich im Lieferumfang sind die Plastik-Flipcaps. Wir haben eine 3 Zoll Sonnenblende. Wir haben die CR2032 Batterie, die wird hier seitlich, indem man den Deckel hier runter dreht. Ich habe jetzt natürlich für mich schon eine reingebaut. Ich habe euch ja schon ein paar Aufnahmen gemacht durchs Zielfernrohr. Und dann wird die hier einfach reingelegt. Die CR2032 Batterien, die gibt es recht günstig. Die braucht ihr nicht für 8 Euro in irgendeinem Elektromarkt kaufen. Die kann man sich online bestellen und da kriegt man echt einen 10er-Pack für 5 Euro oder so. Jetzt muss ich nur wieder dran denken, muss es wieder ausstellen. Denn was mir oft passiert ist, am Ende des Schießens vergesse ich es auszustellen. Ein paar Wochen später nehme ich es in die Hand, alles leer, aber nicht so dramatisch. Was noch im Lieferumfang dabei ist, ist dieses kleine Kärtchen. Schaut erstmal nach nichts aus, ist aber extrem wichtig. Denn hier auf dem Kärtchen hat der Mitarbeiter von Element Optics unterschrieben, der das Glas Qualität kontrolliert hat. Das heißt, kein Glas verlässt das Werk, bevor nicht ein Mensch nochmal sich das genau angeguckt hat, genau überprüft hat, dass die Qualität einfach stimmt. Führt dazu, für uns als Verkäufer extrem cool, weil wir hatten genau null Retouren bisher. Alle Gläser waren einwandfrei und 100%ig bei der Auslieferung. Im Lieferumfang dabei ist auch eine deutsche Bedienungsanleitung. Hier hat sich unsere liebe Denise die Mühe gemacht und hat die ganze Anleitung übersetzt. Hat für euch den Vorteil, ihr müsst euch nicht mit Englisch rumquälen und versteht alles vielleicht ein bisschen leichter. 1,7 bis 2 Newtonmeter ist der Wert, den Element Optics angibt für die Deckel, wie fest ihr diese an dem Glas befestigen dürft von der Montage. Das heißt, knallt es nicht zu arg fest, ihr macht euch die Internals kaputt, wenn ihr zu nah an den Türmen seid und es festknallt, lassen sich die Türme nicht mehr drehen. So kann man eher was kaputt machen. Wer keinen Drehmomentschlüssel hat, 1,7 bis 2 Newtonmeter sind gut handfest, aber nicht übertrieben. Wenn ihr zu viel Schmackes in den Armen habt, macht ein bisschen halblang, macht euch nichts kaputt. Bleibt final nur noch die Frage zu klären, für wen ist das Helix was, für wen ist das Titan was? Helix, ihr kennt mein ausführliches Video, in seiner Preisklasse aus meiner Sicht unschlagbar. Wir haben ein 34 mm Mittelrohr gegenüber einem 30 mm Mittelrohr. Wie gesagt, nicht für mehr Licht, sondern einfach für die Verstellbarkeit des Höhenturms. Aber wir haben hochwertigere Linsen, wir haben ED-Glas und wir haben ein beleuchtetes Absehen.
Falsch machen könnt ihr nichts, egal für welches Glas ihr euch entscheidet. Ganz wichtig ist nur, sucht euch die passenden Montagen dazu. HTO 89 oder ATP 34. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid jetzt rundum informiert. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mich an, neue E-Mail-Adresse ergandi@diabolo.de. Und dann kann ich die letzten, vielleicht noch auftretenden Fragen natürlich auch beantworten. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Ciao, servus, sagt der Gandhi.